Hallo, 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 hier ist ein neues Reaction-Video. Heute bin ich ohne einen anderen Schoki hier anwesend, weil es ist so aktuell, das Video Märchen in Asozial Teil 4 von Julian Bam, dass ich einen von den Schokis nicht mehr rangekriegt habe so schnell. Und deswegen habe ich das Video alleine heute gemacht. Ich gucke mir das jetzt gleich an. Ich habe mir hier ein Stück Pizza mitgebracht, damit ich gleich beim Fernsehen gucken, isst man ja auch mal nebenbei, ne? Ich mache jetzt erstmal das Intro und dann gehen wir direkt ins Video rein. Reaction schonungslos. Ich bin gespannt, was Julian Bam da zum Besten gegeben hat. Ich werde es mir einfach mal anschauen. Hab's noch nie gesehen. Ja, ganz wichtig, hab's noch nie gesehen. Und ess dabei ein bisschen meine Pizza. Ist klar. Mixtape 4. Ja. Ganz wichtig. Es war einmal ein tüchtiger, leicht dämlicher junger Mann namens Hans. Nachdem er 7 Jahre lang tagtäglich ganze 34 Minuten so bescheuert kochen will ich mal, ehrlich. Im Burger King schuftete, hatte er plötzlich keinen Bock mehr und wollte nun endlich heim zu seiner Mama. Als Dankeschön für seine Kündigung belohnte ihn sein Chef mit Was war das denn für eine Mama? Mama, gucken. Mal zurück. Das soll die Mama von Julian Bam sein. Mama. Als Dankeschön Mama? Für seine Kündigung. Die hat ein Lippenpiercing. Und ist echt hübsch, die Mama. Belohnte ihn sein Chef mit einer gebührenden Abfindung. Bitcoins! Geil, ich bin aber auch weg. Vom Morgen übrigens nicht, wo? Ja, logisch. Du hast ja auch gekündigt. Dann bis übermorgen oder so, wo? Oh. Auch wenn man das Sprichwort stimmt und das Glück ist wirklich mit den Dummen. Und so machte sich Hans ja mit einem. Börek King. Ist klar. Hans im Glück beim Börek King. Den Lippen auf den Weg und trällerte ein liebliches. Wieso macht denn der Putzelbäume andauernd? Freudenlied vor sich hin. 100 Bitcoins in der Tasche, Hans hat Glück. Para gemacht, das geb ich Mama jetzt zurück. Hab frittiert, gebraten und manchmal gedämpft. Jetzt wird hart gegönnt. Alter, was das? Waschmaschine. Was kann das? Ziemlich vieles. Kann ich das haben? Jo, dann biete 100 Bitcoins und zwar diese. Hab ne Waschmaschine, der Hans wird jetzt clean. Rieche bald nicht mehr wie Döner Tzatziki. Waschmaschine, 500 PS, gönn mir den Sound. Wer steht denn da? Oha, ich check das jetzt mal aus. Alter, was das? Markus Gläser. Was kann das? Mega viel wert später. Kann ich das haben? Jo, dann biete. Ich hab hier ne mega krasse Waschmaschine. Markus Gläser am Start, mega Wertanlage. Hab jetzt alle auf die Regenbogenfarbe. Krass, ich bin safe Millionär in ein paar Jahren. Aber was ist das Geiles da drüben, will ich haben. Alter, was ist das? Sack voll Scheiße. Was kann das? Nächstes halt ein Sack voll Scheiße. Also wir rekapitulieren nochmal. Das bedeutet, dass der Julian Bam hat 100 Bitcoins bekommen. Dafür hat er eine Waschmaschine gekauft. Wie viel sind denn 100 Bitcoins wert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Waschmaschine gekauft. Waschmaschine kostet nicht so viel. Und dann hat er gekauft die Gläser für die Waschmaschine eingetauscht. Und dann hat er jetzt eingetauscht die Gläser gegen Sack voll Scheiße. Ja, am Ende hat er Sack voll Scheiße für 100 Bitcoins. Hans im Glück halt. Shit am Start im ganzen Tag. Vielleicht kauf ich mir davon eine ganze Stadt. Oder ich investiere in irgendwas. Korrekt, ein Brunnen, ich hab du's, mach Wasser klar. Geil, Alter, klinges Wasser oder was? Fuck! Oh, komplett versifft das Wasser. Echt nussig. Hey, Bock zu küssen? Es war einmal ein ja alter Fleißiger. Also jetzt haben wir hier eine Anzeige leider. Muss ich mal hier ein bisschen drüber gehen. Also,
Ja, bis jetzt war es ganz lustig, die Musik ging so. Leicht nussig war gut. Nachdem der Sack Scheiße in den Brunnen gefallen ist, war es leicht nussig. Leicht nussig, ja, ist klar. Ja, wir gucken mal, wie es hier weitergeht. Ich werde mal die Werbung hier überspringen. Und dann schauen wir mal. Oh, Pinocchio. Pinocchio ist drin. Holzarbeiten bekannt, aber nicht beliebt. Weil er also so damn lonely war, wünschte er sich nichts sehnlicher als einen Holzkopfjungen, den er aufziehen konnte. Da ihm aber keines seiner Werke zusagte, begab er sich auf den Weg, um das perfekte Stück Holz zu finden, um aus diesem einen Jungen zu schnitzen. Holz! Komm jetzt zu mir in die Werkstatt! Wieso spricht denn der Geppetto Russisch? Oder? Habe ich das falsch verstanden? Gutes, minderwertiges Holz. Ja. Da der alte Puppenbaumeister ein kleiner Sadist war, baute er seinen Holzkopfjungen extra hässlich und dick. Dann, als er sein fertiges Werk beäugte, irgendwas ist komisch, sicke Perle, passierte etwas Wundersames. Alles im Petto, Mr. Geppetto, für mich war schlecht so, müde und geschwächt, Bro. Hast du Espresso, geht auch von Netto, presto, presto, mach mal bisschen Tempo. Du kannst reden, bist am Leben, hängst nicht an Fäden oder Stäben, dass ich das nochmal erleben kann, oder bin ich vom ganzen Tag benebelt, Mann. Dem hat er doch eben den Bart runtergeniest. Also ist es ja sogar in der Geschichte klar, dass der Geppetto einen aufgeklebten Bart hat und nicht nur Julian Bam. Egal. Voller Glück und Tatendrang machte sich Geppetto schon wieder auf einen Weg, um sein Wertvollstes zu verkaufen und genau. Geld zu verdienen für sein Lieb. Ich mir nochmal angucken. Rückenschmerzen, aber dann die Treppe voll kann hochrennen. Pass auf. Voller Glück und Tatendrang machte sich Geppetto schon wieder auf einen Weg, um sein Wertvollstes und wieder zu verdienen für sein liebgewonnenes Stück Holz. Hier hast du 3D-Mark, mein Bub. Schon geil! Mach deinen Herrn stolz und bring deine Seite noch los, Sigabach. Hau rein, Papu, ich bin weg! Wie sagt man? Körper kippen! Dem muss nur mal irgendwann die Nase wachsen, oder? Ey, du kleiner Kuchensohn! Wow, ey, du Fee! Sind deine Seiten schon auf Null rasiert oder nee? Ich war beim Barbier, der hat mich weggeschickt, sag ich soll wiederkommen um halb vier. Du lügst und schau, wie ich dich bestrafe. Deine Nase wächst dann wieder als eine Giraffe. Spür den Fuch der 31er, spür meine Rache. Die ihr dem gebührt, der meint mich zu verarschen. Ah, ich hab ne Steifen im Gesicht. Ah, ich bin größer als der Steif in meinem Schritt. Ich hab ne Steifen im Gesicht, der ist größer als der Steif in meinem Schritt. Auch nicht schlecht. Sag mir endlich, wo ist Geppettos Patte? Sonst wächst deine Latte, du verlogene Ratte. Na gut, ging drauf eine neue Holzpolitur. Ich hatte eh keinen Bock auf so eine Aslack-Frisur. Du lügst für Geppetto ne Blamage. Was ist eine Fee? Dein Gesicht nur noch eine lange Nase. Ich würd mich hier voll in Rage, schick dir ne Holzfirma-Plage. Lüg halt noch dein Wächst die Nase, bis ans Ende aller Tage. Bald hast du nen Riesenzinken, kannst ihn nicht mal überschminken oder ganz normal was trinken. Na gut, ich hab mir Zins geholt. Was war das für normale Trinken? Warte mal. Was hat er, wie hat er getrunken? Kannst ihn nicht mal überschminken oder ganz normal was trinken. Ja, genau. Weil man ja die Nase vorne erstmal reinsteckt, um dann zu gucken, wie weit sie reinkommt. Logisch. Zing ist geholt. Und jetzt? Siehst du? Geht doch. Aber meine Nase ist doch immer noch lang. Ach, das kriegen wir hin. Musst du nicht bald
los? Nein, ich hab dieses Märchen frei. Ich hab heute meinen Shopping-Tag. Insider-Merch. Im Bam-Shop.de. Oh, super Werbung. Es war einmal eine Verzweiflung. Ja, jetzt kommt... Jetzt kommt eine Anzeige, da werden wir gerade mal hier überswipen. Also der Pinocchio war ganz cool. War bis jetzt fand ich das beste Märchen, das er umgesetzt hatte. Aber mal gucken, was jetzt noch kommt. Jetzt kommt nämlich, was kommt jetzt? Die man aufgrund ihrer goldgelockten Karnevalsparole. Hab's nicht mitbekommen, Moment. Goldlöckchen. Goldmäulchen wäre zwar noch passender gewesen, aber leider nicht zur Gesellschaft. Ich mach mal von vorne. Da sie ein unbehütetes Leben führte und sonst keine Zack, zack, zack. Ante. So. Kotmäulchen wäre zwar noch passender gewesen, aber leider nicht so gesellschaftstauglich. Da sie ein unbehütetes Leben führte und sonst keine Probleme hatte, ein unbehütetes Leben, in fremde Häuser einbrach und dort für kurze Zeit hausierte. Jawohl! Oh, da fühlt man sich ja gleich wie zu Hause. Am Abend kamen die Eigentümer des Hauses von ihrem Waldstuhlgang zurück und riefen voller Empörung aus. Von ihrem Waldstuhlgang kamen sie zurück. Ich kenne Goldlöckchen gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da vorkommt, ganz ehrlich. Ich bin da jetzt gerade so ein bisschen Banane. Was da los? Ey, warum doch bloß? Ey, ganz kurz, groß. Ey, voll nicht okay. Hör doch, wer hat da an meiner Shisha geraucht? Hör doch, wer hat da meinen Lieblingskopf verbraucht? Und hör doch, sag mal, wo ist denn der dritte Stau? Wenn ich den Ende finde, gibt's eine dicke Kette vor. Das ist sowas wie Schneewittchen scheinbar. Also da sind irgendwie so ein paar Bären, die Goldlöckchen zu Hause überraschen bei sich. Voilà, wer hat denn meinen Bärenbürger geleckt? Voilà, meinem ist sogar ein sauber Fleck. Voilà, wer ist denn dieser langfingerne Leck? Doch jetzt kommt erstmal die Hook von diesem Killer-Track. Abena, was da los? Alter, was? Mann doch bloß! Abena, ganz kurz groß! Alla, was zum Abendbrot? Tschüss, wer hat denn meine Matratze gepisst? Tschüss, wer hat denn meine Matratze gepisst? Ja, Waldstuhlgang. Und so konnte Goldlöckchen die drei Bären überzeugen, sie gehen zu lassen, um all die Dinge neu zu besorgen, die sie benutzt und verbraucht hatte. Ey, wo bleibt ihr denn? Hallihallo, Hallöchen! Ey, bleibst zum Essen, gleich kriegen wir neuen Börek und neuen Tabak. Nö, also ich hab grad so ein Goldlöckchen gefuttert, die hatte alles dabei. Oh. Jetzt kommt wieder eine Anzeige. Also ich muss sagen, Goldlöckchen war wirklich gut. Fand ich lustig. Haben sie gut umgesetzt. Märchen kenne ich nicht. Keine Ahnung, was das für ein Märchen ist. Aber ich nehme mal an, dass das irgendwie vom Inhalt her einigermaßen gut umgesetzt war. Beziehungsweise war die Musik eigentlich ganz cool. Naja, wir gucken mal, was jetzt noch so kommt. Jetzt kommt das nächste Märchen schon. Und das ist, was ist es? Mal gucken, ich warte mal ab. Zack, zack. Es war einmal ein kleines Schneiderlein, das aufgrund seiner Minderwertigkeitskomplexe und Bestätigungsgeilheit aus jeder... Minderwertigkeitskomplexe und Bestätigungsgeilheit. ...machte und sich auf jeden noch so kleinen Scheiß etwas einbildete. Leute, ich habe ein ganzes Haus gebaut, alleine! Interessiert uns nicht, Thorsten! Leute, ich hab eingelocht! Beim ersten Mal! Ja, beim ersten Mal, klar. Leute, ich hab grad 7 Flaschen gekillt! Und du hast keine Schuhe an! Was? 7 gekillt? Herbert, Loredana! Hast du schon gehört? Das Schneiderlein hat 7 Typen gekillt! Gleichzeitig! Boah. 7. Unsere königliche Armee ist so wack. Wir brauchen... Was? 7 auf einen Streich? Schaff mir diesen Krieg dabei, diesen Vorsprung, diesen Helden.
Als der König erfuhr, dass ein solcher Krieger in seinem Königreich lebte, schickte er umgehend nach dem Schneiderlein, um es mal penibel unter die Lupe zu taken. Dann erzähl mal. Penibel unter die Lupe zu taken. Ja, muss man erstmal verstehen. Like Bier. Also ich sag mal so, wenn der Julian Bam dieses Like-Bier, also entweder existiert dieses Like-Bier und es ist gerade voll die geile Werbung, oder wenn er dieses Like-Bier rausbringen würde, es würde weggehen wie warme Semmeln. Bam-Shop wahrscheinlich. Mich, der siebte kommt mir durch meinen Hals. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in seiner Crib. Und brauch mal wieder Sonntag 15 Uhr, ein Kick. Sieben Flaschen sieht er, während der da einfach sitzt. Schweißperlen auf der Stimme, auf einmal voll die Ninjas. Goldene Haut, dünne Hals, inneres ist kalt. Auf der Straße kennt man's, viele liegen auf Asphalt. Schon der fünfte knallt, Baller verliert seinen Halt. Der sechste wird ihn, der siebte kommt ihm durch seinen Hals. Bruder, bist richtiger Haiwan. Man erzählt sich, bist ein wahrer Meister. Hab gehört, dass du niemals scheiterst. Und du schon als Baby übertrieben breit warst. Okay, alle wissen, sieben Flaschen gekillt. Immer machen, ja, weil ich halt immer chill. Sie gegen sieben überwiegende Willen. Ich hab den höherliegenden und übertriebenen Skill. Na gut, das reicht. Königlicher Bratan! Was ist denn los? Stell den zum Oberbau, der König nicht mehr erführen. Ganz wichtig ist natürlich, dass er die Schritte dahin macht zum König. Pass auf. Pass auf. Also, ich mach's nochmal. Königlicher Bratan und dann die Schritte. Sie gegen sieben überwiegende Willen. Ich hab den höherliegenden und übertriebenen Skill. Na gut, das reicht. Königlicher Bratan! Stell den zum Oberbau, wo der Königlichen Armee ein Fürmindestlohn. Nein, Moment. Mindestlohn. Jawohl, euer Majestät. Was soll ich da machen? Na, das, was sie am besten können. Killen! Boah, geil! Schlag an! Alles klar, Chef. Dann gehe ich mal zur Arbeit. Meine Armee, heute bekämpfen wir keine Drachen oder Schurken. Heute bekämpfen wir die Leber! Das ist mein Job! Was? Seit wir diesen neuen Oberbabo haben, ist unsere Armee nur noch besoffen! Wir müssen ihn loswerden! Aber wie denn, mein König? Bedenkt seine Stärke! Wir schicken ihn in den sicheren Tod mit drei unlösbaren Aufgaben! Ich bin mal gespannt auf die drei unlösbaren Aufgaben. Ohne Furcht, todesverkatert und ohne Peil stellte sich das Schneiderlein den drei schier unlösbaren Aufgaben, die Riesen zu töten, das Einhorn einzufangen. Ah, Riesen töten, Einhorn einfangen und wahrscheinlich noch was anderes, das weiß ich nicht so genau, aber egal. Ja, das muss ich jetzt machen, jetzt kommt eine Anzeige, auch blöd, ne? Deswegen müssen wir erstmal hier überswipen, zipp, da bin ich wieder und die Anzeige mal laufen lassen. Ja, das war das tapfere Schneiderlein bis jetzt. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, das eine Ding da. Aber gut, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht ist es ja mit dem Einhorn ganz lustig. Ich bin gespannt. Und weiter geht's. Oh, Ton. Warte mal, ich spule mal kurz zurück. Ich will es mal von vorne sehen. Unlösbaren Aufgaben, ja. Die Riesen zu töten, Riesen? Das Einhorn einzufangen Einhorn? Und die Wildsau einzusperren. Wildsau. Entschuldigung. Schneider, der Beste der Besten, unter den Proteinlieferanten hier am besten. Bock mal das weiße Pulver zu testen, die Muskel zu mästen, abzustappen, jeden eurer Feinde zu bashen. Nice. Ich weiß, habt den dicken Scheiß, den weiß, weil ihr es seid nur für den harten Preis. Was ist das da? Proteinpulver. Sieht aus wie Salat. Nein, das ist Proteinpulver. Also macht uns der Schrank. Proteinpulver. Alter, das war kein Proteinpulver. Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten. Unter den Einhorn-Inspektoren, um euch alle auf Dichtheit zu testen. Digga, ich bin echt, schau mal meinen Regenbogen. Das ist nicht gelogen, das ist für uns eine NAE verboten. Und das Beste, Einhorn nach Berlin, die eine Wette. Das ist so krass, dass ich das bei wieso muss ein Einhorn unbedingt schwul sein? Komisch. Vielleicht teste, jede Wette. Kannst mir nicht nach
Okay, lass uns du lahme Schnecke. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Die Wildsau. Ja. Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten. Halt dein Maul, der Name ist nicht krass bekannt hier am besten. Schon gehört sie immer weich, streich zugleich. Aber mein Rekord, ich mach's vielleicht mit Pfeif, folgt zugleich. Ich glaub, mein Schwein pfeift gut, ich steig kein dabei. Ich hab 23 Flaschen dabei. Und sie starben beide an. Das Bier am Einhorn aufgemacht. Pass auf, das war geil. Nochmal. Ich glaub, mein Schwein pfeift gut, ich steig kein dabei. Ich hab 23 Flaschen dabei. Und sie starben beide an Leberzirrhose. Leberzirrhose, klar. Und zu guter Letzt gönnt euch Insider-Merch 1, 2 und blieb. Natürlich nur 2 Wochen erhältlich, danach gibt's die nie wieder. Deswegen, ja, leider hat der Großmutter Bescheid. Ich will die einmal 5-mal haben. Alle macht, wie ihr wollt. Ich sag nur, danach gibt's die halt nicht mehr, ne? Schreibt mal in die Kommentare, welches Märchen euch noch fehlt. Oder noch besser, schreibt mal. Ja, also das waren die Märchen in Asozial, Teil 4. Ich fand's ganz, ganz amüsant, muss ich sagen. Hat er gut gemacht, also das tapfere Schneiderlein ging so, das mit den Goldlöckchen war super. Und was war noch? Muss ich überlegen. Hä? War noch ein gutes? Achso, ja, Hans im Glück. Hans im Glück war auch gut. Konnte man sich auch angucken. Ja, das war das Reaction-Video heute hier von Schoki Benoke. Heute mit mir alleine, nächstes Mal wieder mit Daniel oder Christian oder Pujan oder Marc oder weiß der Himmel, wer da zukommt. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.